Wenn es um die Antwort auf die Frage des stillsten Ortes der Welt geht, würde ich reflexhaft sagen, das Innere eines BeQuiet-Rechners. Aber es gibt einen noch stilleren Ort, und zwar eine reflexionsarme Kammer. Ob man, wie der Mythos besagt, bereits nach einer recht kurzen Zeit verrückt wird und wie es sich in einer solchen Kammer anfühlt, das wollen wir jetzt herausfinden. Und dafür habe ich mir eigentlich den erstbesten geschnappt, der auf YouTube gerade verfügbar war. Ich weiß nicht, das ist irgend so ein Typ, den kennt man, glaube ich, in Deutschland kaum. Ach, da ist er ja. Hallo! Oh, Alexi Pexi, moin, ja. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich selber habe da noch nicht so den Plan. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Also das können wir jetzt mal gleich mal durchgehen. Wollen wir? Gerne. Ja, okay. Lernen wir was. Wir fahren gleich nach Oldenburg in den schalltoten Raum, aber zunächst erstmal ein paar Fakten über reflektionsarme Kammern, die wir tagtäglich hier in unserer Produktion einsetzen, um unsere Lüfter und andere Produkte zu messen. Oh. Okay. Also zunächst brauchen wir für all den Spaß erstmal einen Raum. Und der besteht meist aus Beton oder ähnlichem Material, um all die potenziellen Außengeräusche so gut es geht eliminieren zu können. Das Innere ist aber aus schallabsorbierendem Material. Nicht nur die Decke, nicht nur die Wände, sondern sogar der Boden ist damit ausgelegt. Ihr müsst euch das vorstellen wie bei einem klassischen Tonstudio mit den Eierkartons, nur in dem Falle sehr viel besser. Das Prinzip dahinter, der Schall kommt auf diese Spitzen, wird dann sozusagen zerteilt, verläuft sich dazwischen und wird dann absorbiert. Oder um es physikalisch korrekt zu umschreiben, die Energie der Schallwellen werden durch die Reibung an der Oberfläche des Absorptionsmaterials in Wärmeenergie umgewandelt. Also die Schallwellen treffen auf die Keile, werden lustig hin und her gebounced und verlieren an Energie und übrig bleibt ein schalltoter Raum. Und wer jetzt denkt, hä, wie soll das eigentlich mit dem Boden funktionieren? Nun, wir stehen gleich auf einem Stahlgitter und unter uns befinden sich dann die gleichen Keile wie an der Decke und den Wänden auch. Und der leiseste Raum bzw. der leiseste Ort, das leiseste Labor steht übrigens bei Microsoft in deren Hauptquartier in Redmond. Da haben die fast 2 Jahre lang an einem schalltoten Raum konzipiert und das Ergebnis sind minus 20,3 Dezibel, die dort herrschen. Das ist das. Mein Atmen ist viel lauter als das. Minus Dezibelzahlen, das klingt jetzt erst einmal schräg, wird aber verständlich, wenn man Dezibel als rein physikalische Größe versteht, deren Nullwert sich an der Hörschwelle des Menschen orientiert. Und natürlich gibt es außerhalb unseres Hörbereichs auch durchaus Geräusche, die ein Messgerät wahrnehmen kann. Nach der Formel und mit dem Messgerät hier. So macht man das so. Okay, da hätte ich Bock, dass wir uns das mal persönlich angucken. Also würde ich sagen, ab nach Oldenburg ins Kämmerchen. Yes. Ja, wir sind gerade angekommen hier an der Uni Oldenburg und werden gleich den Raum Nessie betreten, so heißt nämlich die schalltote Kammer. Aber vorher werden wir euch nochmal zeigen, worauf wir uns hier wohl einlassen werden, denn es geistert was im Internet herum, was uns vielleicht auch verrückt werden lassen könnte. Und zwar haben sich bis 2014 die Orfield Laboratories in Minnesota den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde als leisesten Ort der Erde gesichert. Und aus dieser Ära entstand auch der Internetmythos, dass man in dieser Kammer verrückt werden soll. Das ist aber viel mehr der Presse zuzuschreiben als dem Labor, die lediglich gesagt haben, dass es niemand länger als 45 Minuten in dieser Kammer ausgehalten hat. Scheint da doch etwas dran zu sein? Auch über Microsofts Labor werden ähnliche Dinge verbreitet. Im Raum Nessie herrschen jedenfalls 16 dBA. Das klingt zunächst viel, jedoch beweist diese Tabelle zur frequenzabhängigen Lautstärke des Grundrauschens, dass diese immer unterhalb der üblichen Hörschwelle liegt. Auch in den entscheidenden Frequenzen, bei denen das menschliche Ohr schon bei 0 dBA Geräusche wahrnehmen könnte, bleibt der Raum unhörbar und damit macht es auch keinen Unterschied, ob wir in Redmond, in Minnesota oder in Oldenburg sitzen. Okay. Oh. Tür ist zu, von beiden Seiten. Und jetzt bin ich in diesem schalltoten Raum. Wenn man zum ersten Mal hier reingeht, ist so dieser akustische Eindruck eher eine Art Druck. Als hätte man einen Druck auf den Ohren, der aber gar keiner ist. Sondern das Gehör erwartet beim Gehen, beim Atmen, beim Reden so eine Art Nachhall des Raumes, weißt? Aber der kommt nicht. Eigentlich ist es total egal, wo ich bin. Überall ist es der gleiche akustische Eindruck. Und das ist, ich glaube, das ist das Ungewöhnlichste, was man hören kann. Das ist total verrückt. Als würde man in ein Mikrofon sprechen und man hätte halt Kopfhörer auf und hört sich über die Kopfhörer, gerade das Mikrofonsignal, ganz deutlich auf den Ohren. Das ist total weird. Okay, aber wenn hier schon alles so schön aufgebaut ist, können wir doch ein bisschen was probieren. Wie wär's mit, oh, ASMR, nur in gut. Das ist weird.
hilft er ja wirklich gar nicht. Geil. Fancy, für mich hört sich das alles gleich an, egal in welche Richtung. Wie ist das bei euch? All die Mythen, die es da draußen so gibt, die besagen, wenn man in solch einem Raum viel Zeit verbringt, dass man irgendwann völlig ballerballer wird, kann ich noch nicht bestätigen, aber vielleicht sollten wir es mal ein bisschen ruhiger angehen. Ruhe, genau darin sind wir die Spezialisten und genau das wollen wir jetzt eine Stunde lang angehen. Ich nehme mir noch so eine Augenbinde mit, um auch visuell nicht beeinflusst zu werden, und jetzt gehen wir nacheinander 60 Minuten in die Kammer und checken, ob wir nun verrückt werden oder nicht. Wie viel Zeit mag vergangen sein? Irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten würde ich schätzen. 8 Minuten. Aber ich bin sehr, sehr entspannt gerade, ja. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Ich schätze, es sind 9 Minuten vergangen. Wenn man nur sich auf das Hören konzentriert, dann wird mir erstmal bewusst, dass ich einen krassen Tinnitus habe. War auf zu viel Konzerten anscheinend. Ich habe das Gefühl, ich falle in Einzelteile durch dieses Gitter. Das ganze Blut ist jetzt auf der anderen Körperseite. Wenn ich aufstehen würde, würde ich umfallen. Es ist aber alles genau das Gegenteil von unangenehm. So eine Folge Rick and Morty habe ich auf jeden Fall schon geguckt innerlich. Ich schätze mal, wir sind so knapp über Halbzeit, 31 Minuten. Also es ist alles so in sich gerichtet, so intrinsisch. Ich höre jeden Knochen, wenn ich nur meinen Hals bewege. Ich höre das leiseste Magengrummeln vom Frühstück. Also ich nehme schon andere Sachen wahr, als wenn ich im Schlafzimmer ruhig schlafe. Aber so unangenehm bis jetzt nicht. Vielleicht bin ich aber auch so ein Opfer, weil ich das unbedingt mal brauche. Deswegen sagt mein Körper gerade, ja, endlich Ruhe, endlich Stille. Man hat sich daran gewöhnt. Es ist wie in der Statistik 2 Vorlesung damals an der Uni. Es zieht sich einfach. Und du hast es geschafft. Ja, wir waren jetzt nacheinander 60 Minuten im schalltoten Raum. Und ja, erzähl du erstmal. Wie war es für dich? Als wir das erste Mal drin waren, muss man so ein bisschen beschnuppern den Raum. Da dachte ich mir, es ist schon unangenehm. Ich glaube, das könnte über die Zeit problematisch werden. Aber mit jeder Minute in diesem 60-Minuten-Slot wurde es immer angenehmer. Und hätte ich noch ein Kissen gehabt oder irgendeine weichere Unterlage und hätte mich auf diesem furchtbaren Netz legen müssen, ich glaube, dann wäre ich eingeschlafen. Weil das war so beruhigend. Ich glaube, mein Körper hatte da versucht zu sagen, hey, das ist jetzt eine tolle Möglichkeit, mal kurz wenigstens eine Stunde abzuschalten. Nutze das doch einfach mal. Ja, aber es war nicht gruselig oder wahnsinnig, wo man sich dann dachte, boah, mir explodiert gleich der Kopf, gar nicht. Es hat eigentlich nichts mit einem gemacht. Also ich kann mir vorstellen, wenn du in Tokio neben einer 8-spurigen Autobahn 40 Jahre lang gelebt hast und dann kommst du aus Tokio kommen, in dieser Stadt leben die ganze Zeit und dann kommst du auf einmal in so einen Raum, für den könnte das vielleicht unangenehm werden. Nee, es war ungemütlich, aber nicht unangenehm. Im Sinne der Mythbusters hätten wir jetzt einen Stempel. Busted. Die haben gelogen, alles nur ein PR-Stunt. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim und habt was gelernt beim Zusehen. Und ja, schaltet wieder ein auf unserem Kanal. Bis dann. Cheerio.